Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Episode. Die letzte ist wieder richtig gut bei euch angekommen. Natürlich habt ihr wieder ordentlich Likes auf diese Episode draufgeklatscht. Ich würde mich freuen, wenn das auch heute der Fall sein sollte. Wenn euch das Ganze gefällt, also auf jeden Fall den grünen Daumen betätigen, ist für euch hier ja ein relativ kleiner Aufwand und für mich auf jeden Fall eine große Bedeutung. Also einfach mal raushauen. Natürlich könnt ihr auch gerne wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben, die ich in den nächsten Episoden dann im Idealfall berücksichtigen werde. Heute haben wir 6 Spieler mit dabei. Zunächst einmal muss ich mich noch beim Footy bedanken für das Layout bzw. für den Hintergrund. Link zu ihm ist in der Videobeschreibung. Natürlich genauso auch für den Thumbnail, den ihr hier vor dem Video gesehen habt. Das ist alles auf seinem Mist gewachsen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass er mich da so bei unterstützt. Gut, 1000 Likes wären übrigens eine absolute Obergrenze, die ich mir vorstellen könnte. Allerdings wäre das sehr nice, weil dann würde ich mir überlegen, ob ich vielleicht sogar jeden Tag eine Winter-Upgrade-Prediction mache. Allgemein werdet ihr zum nächsten Upload-Plan bzw. zu dem, wie es in Zukunft ablaufen wird, in den nächsten Tagen ein bisschen was erfahren. Wir labern nicht länger drum, sondern kommt zum ersten Spieler für diese Episode und das ist Kingsley Coman, den ihr auch schon im Thumbnail sehen könnt. 69er Rating momentan, Stürmer als Silberkarte im FC Bayern München. Hat eine extrem gute Hinrunde gespielt nach seinem Wechsel von Juventus Turin. Er hat gesagt, er kann ja etwas bewirken, beziehungsweise er kann auf jeden Fall eine Bedeutung und eine Rolle spielen im Bayern-System und genau das hat er auch getan. Hat extrem gut gespielt gegen Hannover, jetzt zuletzt wieder den Elfmeter rausgeholt und von daher auf jeden Fall bewiesen, dass er ein bisschen was drauf hat und dass eventuell ein Fehler war von Juve, den gehen zu lassen. Ist ein riesiges Talent und ich denke mal, er ist nur Silber, weil er überhaupt Stürmer ist und die Werte nicht ganz dafür sprechen. Als Flügel Spieler, was er werden sollte, denke ich mal, eine 76 wäre angebracht, 91 Tempo, 83 Dribbling, 74 Shooting und dazu 73 Passen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er die 4-Star-Skills bekommt, dazu könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Meint ihr, Douglas Costa ist ein 5-Star-Skiller oder ein 6-Sterne-Skiller und meint ihr, dass Kingsley Coman ein 5-Star-Skiller, 4-Star-Skiller oder 3-Sterne-Skiller ist? Da bin ich wirklich sehr, sehr interessiert dran. Eure Meinung auf jeden Fall in den Kommentarbereich. Die Werte allgemein bei Coman sehen auch ziemlich nice aus. Mit 91 Tempo, 83 Dribbling kannst du auf jeden Fall bei so einer 76er-Karte nichts verkehrt machen. Der nächste Spieler ist dann der zweite für diese Episode und sein Name ist Mario Gomez. Mario Gomez. Spielbund haben wir besiegt aus Istanbul und ist der Top-Torschütze der Männer aus der türkischen, nicht Hauptstadt, sondern Metropole, könnte man einfach nur sagen. Hat extrem gut gespielt seit seinem Wechsel vom AFC Florenz zu den Männern aus der Türkei und ist momentan einer der wichtigsten Spieler auch. Und dementsprechend denke ich, dass ein kleines Upgrade für ihn angebracht wäre. Sein Marktwert fällt weiterhin, denke ich mal. Also das ist keine große Änderung in sich. Beziehungsweise doch, der ist sogar gestiegen. Ach, guck mal einer an. Ist bei Florenz auf 10 gewesen und mittlerweile auf 11,5. Er ist ja nur ausgeliehen bis 2017. Allerdings denke ich mal, dass der eventuell noch ein bisschen länger bleiben wird bei Besiktas. Das ist dann wohl bisher 16 Spiele, 12 Tore, eine Vorlage in der Euroleague. Auch 5 Spiele, 2 Tore. Das spricht eigentlich dafür, dass der Junge auf jeden Fall ein Upgrade verdient hat. Zumindest auf 79 könnte man das auf jeden Fall machen. Ist immer noch einer der besten deutschen Schirmer. Ich hoffe, dass er in der nächsten Zeit in der Nationalmannschaft auch weiterhin berücksichtigt wird. Wir kommen zum nächsten Spieler und das ist Florian Grillitsch von Werder Bremen, österreichischer Jungnationalspieler, 59er Rating und bei dem denke ich mal, er geht um 5 Punkte rauf auf 64, 63 Tempo, 60 Shooting, 65 Passen, 65 Dribbling und 57 Physis. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, er hätte Silber verdient, aber sind wir mal ganz ehrlich, Grillitsch spielt bei Bremen auch noch nicht so die riesige Rolle und so extrem upgraden. Ja, das heißt, man müsste irgendwie, ich habe gelesen, also 72, 73, also wo lebt ihr? Denn das wäre ein Upgrade von 14 für einen Spieler, der jetzt auch sich noch nicht so krass bewiesen hat. Der ist auf jeden Fall ein talentierter Spieler mit viel Potenzial, aber er ist noch in der Lernphase. Also kalmer, Genossen. In Head-to-Head hat er momentan, ich gucke gerade nochmal vorsichtshalber nach, ein 61er Rating. Von daher wäre 64 auf jeden Fall schon mal noch ein ganz schönes Upgrade. Und ich denke mal, mit 64 kann man auf jeden Fall zunächst einmal zufrieden sein. Wir müssen schauen, was da noch passiert in Zukunft, ob da noch irgendwie ein bisschen was nach oben geht. Gerade nach der Winterpause und nach der Rückrunde wird man im Sommer definitiv auf Silber gehen können, denke ich mal, wenn er sich so weiterentwickelt. Aber momentan halte ich die 64 noch eher für angemessen und so viel zum Thema Florian Grillitsch. Wir kommen zum vierten Spieler für diese Episode und der ist ebenfalls wieder einer aus der Bundesliga. Sein Name ist Salomon Kalou, der Ivora vom Hauptstadtclub. Bisher eine richtig starke Runde gespielt. Bei der Hertha, die ja Überraschungsdritter sind, ich denke mal, das kann man auf jeden Fall so sagen, dass es überraschend ist, dass die da oben stehen, wo sie momentan halt nun mal angesiedelt sind. Aber das ist natürlich auch auf die Arbeit von Pal Dardai zurückzuführen und nicht zuletzt darauf, dass Kalou endlich festgestellt hat, wo das Tor steht. Hat bisher 9-mal genetzt in 16 Einsätzen im DFB-Pokal in 3 Spielen. 3-mal ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Statistik für den Mann, der ja 8 Millionen Marktwert hatte, als er von Lille gekommen ist, mittlerweile sehr gefallen ist auf gerade mal 3,5 Millionen, aber momentan tut er vieles dafür, dass dieser Marktwert zumindest ein bisschen wieder steigt und seine 9 Tore und seine Qualität sind unbestritten, von daher kann man auf jeden Fall sagen, dass der Junge ein kleines Upgrade auch nur Ultimate Team verdient hat, sogar selten wird, von 77 Non-Rare auf 79 selten, ist auf jeden Fall eine ordentliche Steigerung, nochmal 79 Shooting, das heißt plus 3 Shooting, plus 3 Passen und dann haben wir dann eine sehr nice Karte mit 4-Star-Skills, die als Stürmer in der Bundesliga auf jeden Fall eine Alternative ist und ein bisschen an Didier Conan erinnert, mit dem Unterschied, dass er noch ein bisschen größer ist. Gut, wir kommen zum fünften Spieler für diese Episode und überraschend, auch dieser spielt in der Bundesliga. Allgemein steigen natürlich sehr viele Spieler vor, die in der Bundesliga spielen und das ist für mich
der beste deutsche Stürmer, der beste deutsche Spieler zurzeit. Und das muss irgendwann in näherer Zukunft muss auch mal so gewürdigt werden. Wie auch immer, es ist Thomas Müller natürlich. Ja, 77 Tempo, 79 Dribbling, 84 Shooting, 80 Passen, 86er Rating. Ich denke mal, außer seiner Hinrunde hätte er ein kleines Upgrade verdient und zwar auf 87. Er hätte allgemein schon 88 oder 87 vor der Saison haben sollen. Diese Saison wieder 17 Spiele, 14 Tore und das, obwohl er in Lewandowski noch neben sich stehen hat. 4 Vorlagen noch dazu in der Champions League, 5 Tore in 6 Spielen. Dazu im DFB-Pokal 2 Tore in 2 Spielen. Der Junge ist einfach eine richtige Granate. Und dementsprechend hat er dieses Upgrade verdient, ist auch in der Nationalmannschaft der torgefährlichste Spieler gewesen und hat seinen Marktwert mittlerweile auf 75 Millionen gesteigert. Müsst ihr euch mal überlegen, der war 750.000 Euro wert, als der von Bayern München 2 zu Bayern München gekommen ist. Mittlerweile hat er diesen Wert, ich weiß gar nicht, verhundertfacht, locker schon, ne, verzehnfacht, ja, verhundertfacht und das in gerade mal 6 Jahren. Also das ist wirklich schon sehr, sehr krass und ich denke mal, Müller wird sich noch weiterentwickeln, der ist immer noch erst 26, also nach Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar, kommt irgendwann auf jeden Fall auch schon Müller mit denen auf einer Stufe, weil der Junge ist einfach richtig genial. Und ich bin froh, dass er bei Bayern bleibt, weil so bleibt er der Bundesliga und dem deutschen Fußball auf lange Dauer erhalten. Kommen wir zum letzten Spieler für diese... Ach ja, genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das genauso seht oder ob ihr irgendjemand anders als besten deutschen Spieler seht und ob ihr das Upgrade ja gerechtfertigt seht oder nicht. 86 Shooting, 81 Passen, dazu 80 Dribbling und 78 Tempo, 73 Physis, sieht an sich in Ordnung aus. Zum letzten Spieler dieser Episode kommen wir jetzt und der spielt ausnahmsweise mal nicht in der Bundesliga und ist kein Deutscher, sondern ist der letzte, den ihr auch auf dem Thumbnail sehen könnt, und zwar Miralem Pjanic von der Roma. Juhu! Richtig nicer Spieler. In Realität mochte ich ja schon immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich hat er so ein bisschen Çalhanoğlu-Flair darin, dass er extrem geile Freischüsse schießt. Hat ein 84er-Rating. Normalerweise würde ich sagen, 85 ist so die magische Grenze. Auf die kommen ganz wenige Spieler. Pjanic hat einfach durch seine Leistung bisher in dieser Saison definitiv verdient. Da kann man absolut nichts gegen sagen. Der Junge ist eine richtige Granate. Der kann nicht nur schießen, der kann auch passen. Der kann dazu noch Standards. Ist der Spezialist bei der Roma dafür. Obwohl sie Spieler wie beispielsweise Totti oder De Rossi haben, die das natürlich auch können. Aber Pjanic macht den allen noch so ein bisschen was vor und ist ja auch bei relativ vielen Vereinen sogar im Gespräch. Das ist, denke ich mal, auch verständlich. Real Madrid war, glaube ich, ein Verein, der ihn ganz gerne haben wollte. Ich glaube auch Manchester City oder so, irgendwas habe ich mal gehört. Hat einen 30 Millionen Marktwert, momentan eine Gelbsperre zudem noch. Oh nein, oh nein, oh nein. Bis zum 6.01.2016, aber darum geht es natürlich gar nicht so wirklich. 15 Spiele, 7 Tore, 5 Vorlagen für Mittelfeldspieler sind einfach nur extrem, extrem stark und dementsprechend kann ich durchaus sehen, dass er dieses Upgrade bekommen wird und zwar auf 85. Ist auch nicht zu hoch gegriffen. Ich denke mal, das kann man auf jeden Fall so machen und dann haben wir da noch mal eine etwas stärkere Karte und das Mittelfeld der Serie A wird mit ihm, Nainggolan und so weiter und so fort, immer stärker, immer geiler und ich denke mal, das Ganze ist auch gerechtfertigt. Das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, 1000 Likes wären richtig, richtig nice, wenn wir das nochmal schaffen würden, als kleines Weihnachtswunder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.